Angelika Domröse, Otto Sander, Herbert Köfer, Anna Maria Mühl, große Namen, das sind große Schauspieler und die waren alle mit dabei hier in Brandenburg, denn hier haben sie bis zum Horizont und dann links gedreht. Rentner fliehen aus dem Altenheim und entführen dabei ein ganzes Flugzeug. Heute Abend ist Premiere in Berlin. Patricia Pantel, wer ist denn alles mit dabei? Es sind tatsächlich alle da. Es sollen alle kommen. Eine der mitspielenden Schauspielerinnen hat gesagt, es war wie ein Klassentreffen bei den Dreharbeiten. Und tatsächlich hat es hier auf dem roten Teppich auch was davon. Anna Maria Mühe, Robert Stadelober waren als Erste dabei. Dann kam Otto Sander, Angelika Domröse. Der Ralf Wolter ist da, der Regisseur Bernd Böhlich. Sie trudeln alle nach und nach hier auf dem roten Teppich ein und sie spielen alle mit in dem Film über die Senioren, die aus dem Alltag ausbrechen und bei denen ein eigentlich als Spaß gedachter Rundflug zu einer ungeplanten Flugzeugentführung wird. Ein Ausbrechen aus dem Heimalltag. Wir schauen mal rein in den Film. Hat euch allen die Sprache verschlagen? Sie versauen sich doch den ganzen Rest ihres Lebens. Haben Sie noch nie gehört? Lebe jeden Tag so, als ob es dein letzter wäre. Doch. Genau das machen wir jetzt. Wissen Sie denn nicht, in was für eine Gefahr Sie uns alle hier bringen? Ein Dutzend Rentner in der Luft abzuknallen. Dafür gibt's wahrscheinlich heutzutage sogar eine Prämie. Und mit dabei, mit krimineller Energie im Alter ausgestattet, Otto Sander als Herr Tietgen. Eine Komödie übers Altwerden. Was kann oder sollte man denn daraus ziehen? Wie viel Spaß sollte Altwerden denn machen? Was haben Sie mitgenommen? Ja, immer aktiv zu bleiben, wenn nicht körperlich, so zumindest im Kopf. Immer aktiv und immer dranbleiben und immer weitermachen. Müssen wir Angst haben, dass Sie bald ein Flugzeug entführen und dann bis zum Horizont dann rechts sagen? Nein, dann links oder rechts oder geradeaus. Das ist egal. Nein, nein. Es geht um den Kopf, dass man da wach bleibt. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Premiere. Und da wird man Spaß haben. Spaß hatte man auch in Brandenburg. Denn da wurden Teile des Films gedreht im letzten Jahr. Und bitte? Im April 2011 machte der Filmtross Halt in Blankensee. Alle Aufnahmen aus dem Heim, hier Bewegungstherapie mit Schwester Amelie, entstanden hier. Ja, die Premiere startet also gleich hier im Kino in der Kulturbrauerei, wenn dann alle eingetrudelt sind. Ja, vielen Dank, Patricia Pantel. Und ab Donnerstag ist der Film dann in den Kinos.